Hallo, Claudio Schießen, mein Name. Willkommen zu On The Grid. Heute geht es mal um ein Leibthema meiner Person, nämlich Science Fiction, wenn man so möchte, mit Stefan Kutternick. Du bist Grafiker aus Wien, kann man das sagen? Grafiker, Fotograf und Filmer, ja. Und du bist auch in deiner Freizeit, wenn man so möchte, Comiczeichner. Genau. Was machst du da eigentlich? In der Freizeit? Ja, nein, als Comiczeichner. Ich überlege mir Geschichten und habe in Comics ein Medium gefunden, wie ich sie erzählen kann. Okay. Da ich ja eben durch die Grafik auch ein visueller Typ bin, ist mir einfach nur Aufschreiben zu wenig. Okay. Und möchte ich das irgendwie bildlich auch darstellen. Und nachdem Filme machen viel zu teuer ist, kann ich damit alleine schön meine Geschichten präsentieren. Und warum zeichnest du Comics? Ich zeichne schon immer gern. Ich habe als Kind schon gern gezeichnet in der Schule, habe dann meine Grafikausbildung gemacht. Da haben wir auch Illustrationstechniken noch gelernt. Ich habe dann auch immer mal Illustrationen gemacht, beruflich und sonst, aber habe dann erst mit meinem ersten Comic, Based 1435, angefangen, das so richtig kontinuierlich zu machen. Das haben wir gleich hier, oder? Ja, das ist im Grunde auch mehr oder weniger ausverkauft. Das war 2016 auf Kickstarter. Das habe ich davor 3 Jahre lang als Hobby gemacht. Das hat Computerspielen als Hobby ersetzt. Mhm. Und danach war die Frage, wie geht's weiter? Und dann habe ich eine Geschichte genommen, die ich ursprünglich als Kurzfilm geschrieben hatte und habe einen Comic draus gemacht. Und das ist das Neue. Genau, das ist The Common Good. Und da geht es um, kurioserweise, meine Heimatstadt, die ja auch deine ist, ja. Nämlich Wien. Ja, es spielt in Wien. Oder es spielt in Wien und gehen tut es eigentlich um was? Es ist eine satirische Cyberpunk-Geschichte. Es geht, es ist eine politische Geschichte. Es geht darum, ich habe sehr viel reingepackt. Es geht um Überwachung, um Datenschutz, um wie viel darf sich ein Staat einmischen in das Privatleben der Bürger. Es geht darum, wie ist ein Vollstrecker eines mehr oder weniger totalitären Systems drauf, was geht in dem vor, wie geht er seine Arbeit an. Und welche Auswirkungen hat das auf den normalen Bürger? Genau. Ja. Also mehr will ich dazu jetzt gar nicht sagen, aber ich habe da ein bisschen schmunzeln müssen, weil du hast da durchaus typisch klassische österreichische Namen verwendet. Und wenn ich Herr Berger und Herr Schober höre, dann höre ich auch wieder Schöberl aus Farkasch und Waldbrunn aus den 70ern oder 60ern das eigentlich. Das waren irgendwie die ersten, die mir eingefallen sind, bei denen gar nicht verschiedene unterbewusst. Der Herr Berger und der Herr Schöberl, das waren wirkliche Klassiker. Aber sei mal dahingestellt und ja, auch das Thema Regulierungen hast du sozusagen eingebracht, also sprich, wie viel darf man monatlich für was ausgeben und solche Sachen, was ist moralisch vertretbar, was nicht. Was ist denn deiner Meinung nach moralisch vertretbar und was nicht und wo kommt sozusagen die Idee für den Comic her? Also im Grunde kam es daher, lese einiges zu dem Thema, habe vor ein paar Jahren vielleicht sogar noch mehr dazu gelesen. Ich habe mich schon in der Schule, hat man ewig lang Nationalsozialismus, ne? Und schaut sich Filme an, wie Schindlers Liste liest, was da alles passiert ist. Und was mir eigentlich, ich mich damals schon immer gefragt habe, was ich nicht verstanden habe, wie sind solche Leute drauf, wie eben zum Beispiel dieser KZ-Anführer bei Schindlers Liste, ja, der da irgendwie so da jetzt eigentlich irgendwie lieb ist, oder lieb, aber ist zu viel gesagt, aber der da mit seiner Frau, seiner Geliebten da herumtut und dann geht er halt einmal auf den Balkon in der Früh und vorm Café, da schießt man halt einmal geschwind irgendwen, weil es lustig ist, ja. Was geht denn so wem vor, ja? Oder weniger arg gesagt, ne, wenn irgendein Manager, der da tausende Leute entlasst und der auf Umweltschutz und alles scheißt, Hauptsache, er kriegt da seine Boni und seine Profite, oder irgendein Politiker, der karrieregeil Bestechungsgeld nimmt, Hauptsache der tut sich da in den Jahren, die er im Amt ist, möglich die Taschen füllen. Was geht in solchen Menschen vor? Und da habe ich dann vor ein paar Jahren ein Buch gelesen, das hat für mich da eine plausible Antwort gegeben. Da haben Psychologen erforscht, dass es ja quasi
Regionen im Gehirn gibt, ne, die sind für verschiedene Sachen zuständig. Manche sehen gut, manche brauchen eine Brille, manche können gut zeichnen, manche spielen ein Musikinstrument, manche verschiedene Regionen. Und so gibt es halt auch eine Region, die für Empathie, für Mitgefühl dafür zuständig ist. Und die kann halt auch bei manchen Leuten schlechter ausgeprägt sein, sei das durch von Geburt an, sei das durch Erziehung, Erfahrungen, die gemacht haben. Ne? Man weiß ja, Hitlers Vater war Alkoholiker, hat ihn geschlagen, Stalins Vater war Alkoholiker, hat ihn geschlagen, hat sicher irgendwo mitgespielt. Ja? Also das heißt, wir müssen uns vor Alkoholikern führen. Nein, aber das Ding ist, dass es halt war für mich plausibel, dass es halt, wenn es Leute gibt, die halt jetzt einfach, wo das Gewissen nicht so ausgeprägt ist, wir alle machen einmal Fehler, wir alle schreien einmal wen an, wir alle haben einmal einen schlechten Tag, aber wir denken uns nachher, ja, das hätte ich vielleicht jetzt nicht machen sollen oder so. Ne? Aber wenn jetzt jemand quasi die perfekten Egoisten, ne? Das sind dann die mit Ellbogentechnik und mit Hauptsache ich, ohne Skrupel Bestechungsgeld nehmen, Hauptsache irgendwie den Weg an die Spitze. Und das sind leider halt oft die, die es eben deswegen aufgrund dessen auch schaffen. Und wenn so wer halt dann an die Spitze ist oder wenn zu viele von denen an Entscheidungsträgern sind, dann haben wir halt ein Problem, ne? Und dann ist wurscht, welches System wir haben, dann haben wir ein Problem. Das ist richtig und ich habe vorher ja auch schon in einer anderen Sendung kurz die Frage, die Frage gestellt bezüglich, dieses Comic ist ja auf Englisch erschienen und damit gehst du jetzt, weil du ja auch Kickstarter vorher erwähnt hast, im internationalen Markt, daher die Frage, inwiefern beeinflusst Englisch sozusagen die deutsche Sprache oder sorgt auch sozusagen dafür, dass im deutschen Sprachgebrauch es zu Massenverwirrung immer mehr und mehr kommt? Ja, das ist im Comic etwas, das konnte ich da gut verbinden, ne? mit der Satire auch. Also ich wollte zum einen einmal gucken, wie funktioniert das, wenn ich mal was auf Englisch mache. Bei Pest war auch auf Kickstarter erfolgreich, aber es haben mich einige angeschrieben, ja, mir gefällt dann, yes, I like your drawing style, aber ja, ich verstehe es halt nicht. Ne? Und jetzt haben wir gedacht, na, probieren wir mal was Englisches. Und das habe ich dann in die Geschichte so aufgenommen, dass halt, weil in Jugendkultur, aber auch in Management, in ganz vielen Bereichen, Kunstbereich auch, ja, wenn du teilweise die Leute anhörst, ist jedes zweite Wort Englisch. Ne? Ja. Und dann ist in dem Comic halt so, dass da Englisch quasi zur Amtssprache erhoben wurde. Und der Herr Berger will auch zuerst Deutsch mit das Hindi reden und sie erklärt ihm das halt dann, das habe ich mit Deutsch mit Sternchen unten übersetzt, dann und sie erklärt ihm halt, ja, das ist Amtssprache, Englisch und das müssen wir jetzt Englisch reden. Insofern, ich hätte jetzt keinen Mittelalter-Comic in Wien gemacht, wo es Englisch reden, ne? Hätte jeder gesagt, aber in dem Fall passt zur Geschichte, passt zur Satire und addiert für mich da eigentlich ein Element zur Satire, plus ich konnte es halt mit dem International versuchen. Ist richtig, ja. Und damit haben wir auch sozusagen wieder Awareness für diese Situation geschaffen. Oder Bewusstsein, auf gut Deutsch gesagt. Und wer mich kennt, ich rede lieber manchmal die Begriffe in Deutsch, als dass ich hier englische Begriffe nutze. Ich finde das, also ich wollte das jetzt auch nicht irgendwie zu wertend bringen, dem Comic, weil bis zum gewissen Grad ist so eine Entwicklung, die du in der Sprache hast, natürlich. Gehört halt auch dazu. Ne? Auf der anderen Seite gibt es halt schon Sachen, ich habe mal gelesen in einer Zeitung, da hat irgendein Manager gesagt, ja, mit der neuen Brand Strategy konnten wir bei den Core-Consumern die Buying Decision pushen. Ja. Und da denke ich mir dann auch, ja, muss das sein? Ne? Genau, ne? Oder die Compliance-Regeln in Redaktionen, ja, was ich immer also wieder höre. Da kommt man oft so vor, irgendwie, na, ich komme ja auch aus Grafik und Werbung, ja. Ne, da sitzen oft Leute dann irgendwie bei Meetings, die, was hast du jetzt eigentlich Film gesagt? Noch? Okay, passt. Was hast du jetzt eigentlich gesagt? Hauptsache mal, ist irgendwie wichtig, ja, irgendwie, ja. Entschuldige, ich habe nur kurz mit dem Kameramann sprechen müssen, weil wir da auf 14 Minuten beschränkt sind, aber das ist richtig, genau darum geht es ja auch und man muss eigentlich auch klar sein, nicht jeder spricht so gut Englisch oder auch nicht jeder spricht so gut Deutsch und ich kenne das zum Beispiel von einem Verein, wo ich in Dresden aktiv bin, da ist es üblich bis zu 4 Sprachen dort zu sprechen, also Deutsch, Italienisch, Slowenisch und Englisch. Also was mich doch überrascht hat, ist, ich glaube,
am Ende des Tages habe ich mir nicht unbedingt mit dem Englisch einen Gefallen getan. Ja, es haben viele Leute dann auch geschrieben, na, sie kaufen es nicht, sie unterstützen es nicht, weil sie haben es lieber auf Deutsch und so. Was mich doch überrascht hat, also ich habe mir schon gedacht, dass die Comic-Community da eigentlich kein Problem hat damit. Hat teilweise doch mehr Problem damit, als ich mir das vorher gedacht habe. Aber ja, man lernt draus und man weiß es. Womit ich bei der letzten Frage bin und da ein bisschen sozusagen auch auf die Zeit drängen muss. Stichwort Finanzierung und Unterstützung. Du hast Kickstarter genutzt. Inwiefern ist Kickstarter für kreative Personen wie für dich ein wirklicher Anschub, Ansporn, eine Hilfe? Also ich finde, es ist ein super Ding, diese Crowdfunding-Sachen. Vor 10 Jahren oder so wäre das jetzt nicht so einfach möglich gewesen, dass ich ohne Verlag independent sowas machen kann. Was mir wichtig war, auch schon beim ersten, ist, ich habe das jeweils die Hälfte komplett fertig gehabt, wie ich da drauf gegangen bin, und haben mir dann nur den Druck finanzieren lassen. Dadurch haben die Leute dann auch irgendwie zwei, drei Monate nach der Kampagne eigentlich schon ihr Büchlein in den Händen gehabt. So baut man auch Vertrauen auf zu den Fans und das Kickstarter zwingt einen auch dann Marketing zu machen für die eigene Geschichte, wo man sonst vielleicht ein bisschen zu faul wäre dafür. Also ja, ich finde es eine super Sache. Gut. Also das heißt, du bist mit Kickstarter als Plattform absolut zufrieden? Ja, also für mich hat es sehr gut funktioniert. Es ist natürlich viel mehr geworden in den letzten Jahren. Wir haben auch, wie ich es teilweise habe ich auch mit Leuten geredet, wurde ein bisschen Vertrauen verbrannt auch in die Plattform. Was ich auch verstehe, ja. Und darum, mir war das immer wichtig, dass mein Produkt eigentlich fertig ist. Ne? Weil natürlich, jetzt keiner kennt mich, ja, ich komme da neu daher, warum soll mir jetzt irgendwer Geld für einen Comic zahlen, den er dann vielleicht irgendwann in 1-2 Jahren kriegt, ne? Also das war mir auch wichtig, das halt zu kommunizieren, ich habe das fertig und Ding, und ich glaube, wenn man sich das ein bisschen durchliest, die Kampagnen, was da jetzt da ist und so, dann findet man auch die richtigen Sachen, und gerade wenn dann jemand schon irgendwie 1, 2, 3 erfolgreiche Sachen gemacht hat, dann sieht man auch, ja, die sind dahinter und das funktioniert. Also, ja. Ja, schaut mal halt an. Es gibt ja auch Varianten dazu, zum Beispiel Indiegogo. Also ich glaube, da ist ja doch sehr viel Potenzial da. Ja, also ich habe damals mich für Kickstarter entschieden. Dings, das heißt We Make It, ist ja mehr so das Europäische. Nur die, ich weiß nicht, ob sie es jetzt konnten, aber bei PES damals konnten die keine Bilder darstellen, die höher als 400 Pixel sind. Okay, gut, das ist natürlich ein Problem. Und mir war das halt für Comics, ne? Ich habe damals von meinen 170 fertigen Seiten, die ich gehabt habe, habe ich die ersten 15 oder was reingestellt. Gratis zum Lesen, komplett, da hast, weil mir war das klar, okay, mich kennt keiner als Zeichner, die Leute wollen sich das mal anschauen, was ich da mache, ja? Und klar, ne? Du kaufst nicht die Katze im Sack. Ja? Und das ging halt auf We Make It nicht. Und dann waren es insofern auch, dann habe ich da auch schon reingeschaut und so, und dann haben mich die mal angeschrieben, ja, warum nicht? Dann habe ich ihnen geschrieben, ja, ich hatte das schon auf Kickstarter, war schon erfolgreich. Dann wollten sie wissen, warum ich ihre Plattform nicht genommen habe. Dann schreibe ich dem das, ja, weil die 400 Pixel, mir war das halt wichtig, dass ich den Leuten das zeigen kann. Man dachte, ja, gutes Feedback. Und dann ist irgendwie eine Antwort gekriegt, irgendwie so, ja, aber 400 Pixel ist doch eh groß genug. Nein, ist es nicht. Und vielleicht haben sie es mittlerweile geändert. Ich habe von anderen Seiten guten Sachen, von anderen Autoren auch, die dort was gemacht haben, gute Sachen über We Make It gehört. Ja. Vielleicht habe ich nur den Falschen erwischt. Es ist natürlich, wenn man sich dann mal für eine Plattform entscheidet, bleibt man dabei, aufgrund von diesem Vertrauensbonus eben. Ne? Ist klar. Ich glaube, die Leute schauen schon, ne? Jetzt habe ich ein erfolgreiches Projekt gehabt, hab das beliefert, ja, die Leute haben ihr Ding gekriegt, ja, natürlich hast du dann mehr Vertrauen, das zu sponsern, ja. Jetzt habe ich 2 erfolgreiche Projekte drauf, jetzt ist klar, ich mache das nächste wieder dort. Ne. Kann ich verstehen, und wäre es so schön, wenn sich etwas bewährt, dann schaut mal dort am ersten, was gut funktioniert hat. Gut, dann noch etwas. Ich habe nämlich ein bisschen dafür gesorgt, dass dieser junge Mann ein paar mehr Einnahmen hat. Und danke dir. Ja, bitte gern. Also das heißt, ich habe mir insgesamt 4 Stück gekauft. Ich hatte ja schon eins zu Hause, aber habe es dann vergessen. Jetzt habe ich mal gedacht, okay, das ist jetzt nicht viel Geld. Und ihr könnt 3 von diesen Comics gewinnen, die vielleicht in 20, 30 Jahren ein bisschen mehr Geld wert sind. Werden wir mal sehen. Also ehemaliger Basketballkarten-Sammler,
der sich heute noch hortet am Dachboden, weiß ich, von was ich rede. Jedenfalls, ihr könnt The Common Good gewinnen, die ersten drei Zuschriften gewinnen. Und die Frage ist, ich bin ja 1984 geboren. Und jetzt kann sich jemand vorstellen, da könnte es vielleicht irgendwie einen Zusammenhang geben zu jemandem. Wer könnte ein Buch geschrieben haben, das sich um diese Zahl dreht? Ist das eine schwere Frage? Ich glaube nicht. Also im Zeitalter von Google bringt man es zusammen, oder? Ich glaube auch. Also dann in diesem Sinne, Dankeschön. Viel Glück und viel Spaß damit. Der Common Good, um wie viel Euro kriege ich das? 5 Euro. Im gut sortierten Fachhandel. Ja. Okay. EOW Comics. Zum Beispiel. Zum Beispiel. Wir wollen jetzt keine Werbung machen. Sonst muss ich Dauerwerbesendung einblenden. Dann kommt man die Medienbehörde noch auf komische Ideen. Gut, dann sage ich danke. Stefan, gute Heimfahrt nach Wien. Alles Liebe. See you bei On The Grid. Das war es für heute. Herzlichen Dank fürs Zusehen. Und wenn euch das Video gefallen hat, bitte teilt es, hinterlasst ein Like oder abonniert unseren Kanal. Danke.